bin vor 6 oder 7 Jahren damals zum bewussten Atem gekommen. Das war über einen Kurs am Universitätssportinstitut Wien. Und da dachte ich mir noch, das wird eher halt so etwas Gymnastisches sein. Und habe dann aber bemerkt, dass das nicht nur körperliche Auswirkungen hat, nämlich insofern, dass mein Atemvolumen zum Beispiel größer geworden ist, meine Atemkapazität, sondern dass da auch ganz viele andere Dinge passieren, die mit meinem Innenleben zu tun haben, mit meinen Gefühlen. Und das sind dann auch gleichzeitig die Sachen, die mir der Atem gebracht hat, nämlich tiefe Entspannung, sehr große Glücksgefühle, also so wie ich sie nie zuvor gekannt habe, den Weg zu mir selber, aber auch natürlich durch diesen Weg zu mir selbst so manche unangenehme Erfahrung. Also ich musste mich dann schon auch mit so Lebensthemen von mir auseinandersetzen. Und der Atem hat sich als treuer Begleiter dafür herauskristallisiert. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin und das kennenlernen durfte. Vor etwa 15 Jahren habe ich mich intensiv beschäftigt mit meiner eigenen Entwicklung in einer Selbsterfahrungsgruppe mit Männern in der Natur. Und da ist für mich die Vision entstanden, eine Ausbildung zu machen im körperorientierten Bereich. Und ich habe da verschiedene Sachen mir angeschaut und bin dann mehr oder weniger zufällig über ein Wochenende in Atemtherapie gestolpert. Da habe ich mitgemacht und das hat mich so fasziniert, gleich so an mir selber so viel Wirkung festgestellt, dass ich mich gleich entschlossen habe, diese Ausbildung zu machen. Ja, das war ein starker Schritt, hat sehr viel verändert in meinem Leben. Ich bin einmal mehr in Kontakt gekommen mit meinem Körper, mit meinen Gefühlen, mehr in meine Kraft gekommen, mehr ja, offener, mehr in Verbundenheit mit der Natur, mit mir selber, mit den anderen Menschen. Und ich mache das auch, es ist auch ein Teil von meinem Beruf geworden, dass ich Atemgruppen leite, wo ich einfach, ja, es auch sehr schön ist zu sehen, wie die Menschen sich da mehr zu sich selber kommen, mehr in die Energie kommen. Und was ich am Atem eben so schätze, ist, dass es so eine einfache Sache ist, die immer da ist, die nichts kostet. Ich brauche keine Hilfsmittel dazu, ich kann jeden Moment einen bewussten Atemzug machen und das bringt mich wieder mehr zu mir selber. Das war vor ungefähr 9 Jahren. Da ist es mir beruflich nicht sehr gut gegangen. Da war ich sehr belastet und etwas überfordert und habe das Gefühl gehabt, ich bin total ausgebrannt oder es dauert einfach nicht mehr lang, bis ich nicht mehr kann. Und dann hat mir eine Freundin gesagt, sie kennt da so eine Praxisgemeinschaft, da gibt es tolle Angebote und da gibt es einen Tag der offenen Tür und ich soll doch dort mal hingehen. Das habe ich dann auch gemacht, habe mir einiges angehört und da war auch ein Vortrag über Rebirthing und das hat mich sehr fasziniert. Also ich habe mir das angehört und habe gedacht, das ist etwas für mich, obwohl ich einfach gar keine Ahnung gehabt habe, was das ist. Habe ich mir gedacht, ich probiere das aus, habe mir einen Termin ausgemacht und dann habe ich meine erste Rebirthing-Sitzung gehabt. Ja, und das war's dann. Das war dann der Einstieg ins bewusste Atmen. Also es hat dann wirklich alles verändert in meinem Leben. Ich habe mich verändert, ich habe mein Bewusstsein verändert, ich habe wieder Energie gehabt, ich habe mich gespürt, ich habe andere gespürt. Ja, es war einfach ein ganz, ganz anderes, neues Leben. Und mittlerweile habe ich die Ausbildung gemacht und auch mit Kindern gearbeitet. Und wenn ich es vergesse, dann sagen mir die Kinder immer,
wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann atme einfach einmal. Ich bin ungefähr Mitte der 90er Jahre zum bewussten, verbundenen Atem gekommen. Und ich war damals in der Situation, dass ich schon 4 Jahre Gesprächspsychotherapie-Ausbildung hinter mir hatte. Und ich hab auch schon ein abgeschlossenes Studium gehabt. Und ich war in einer Beziehung und ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich mit meinem Leben anfangen soll und wie es weitergehen soll. Ich habe mich sehr blockiert gefühlt und wusste nicht, wohin mit mir in jeder Hinsicht. Und in dieser Situation bin ich zufällig, wie das halt so ist, am Atemkulturzentrum in der Hermanngasse 30 im 7. Bezirk vorbeigegangen und nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und das hat mich irgendwie fasziniert, weil ich konnte mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Und weiter zufällig ist mir irgendwann einmal so ein Zettel, ein Flyer, ja, mehr oder weniger in die Hand geflogen. Und da hat die Amrita Gabe Durkovic damals eine Ausbildung in Rebirthing angeboten. Und ich habe mir gedacht, naja, da muss man vorher 10 Sitzungen machen. Ich schaue mir mal diese 10 Sitzungen an, was sich da tut. Dann habe ich das gemacht. Und innerhalb dieser Zeit, ja, nicht sofort natürlich, 10 Sitzungen dauern ja auch 10 Wochen, aber innerhalb dieser Zeit hat sich dann schon langsam, haben sich ja wie von Zauberhand, ja, die Blockaden gelöst. Ja, ich habe es geschafft, diese Beziehung, die mir nicht mehr gut getan hat, hinter mir zu lassen und bin in eine völlig neue Richtung gegangen. Und ja, und seitdem, nachdem das so viel bei mir bewirkt hat, war mir klar, dass es das ist, was ich dann als Beruf tatsächlich ausüben möchte, nämlich ja, mit dem Atem arbeiten, als Rebirtherin arbeiten. Und das habe ich dann auch begonnen und seit 1998 arbeite ich selbst mit dem bewussten, verbundenen Atem und habe schon bei sehr, sehr vielen Menschen wirklich unglaublich wunderbare Dinge beobachten können in der Entwicklung zu sich selbst und was sich halt dann so in ihrem Leben verändert zum Positiven. Ja, mich hat mein Interesse an meiner Gesundheit zum Thema Atmen gebracht. Ich bin seit einem Jahr dabei und atme so gut es geht und immer häufiger, immer tiefer und entspannter. Und ich bin ganz fasziniert, welchen Einfluss das hat auf meine Ernährungsgewohnheiten, auf meine Schlafgewohnheiten. Ja, wie merke ich das? Ich kann viel besser auf meine Bedürfnisse hören und intuitiver essen, habe einen viel erholsameren Schlaf und bin ja zufriedener und glücklicher. Vor vielen Jahren war ich in einer Umbruchssituation meines Lebens und bin in der Zeit in therapeutischer Begleitung gewesen, habe auch Körperarbeit gemacht und jemand hat mir angeboten, eine Atemsitzung zu nehmen. Ich habe mir gedacht, das probiere ich aus. Und das hat mich sehr in meine Tiefe geführt. Und währenddessen ist der Satz zu mir gekommen, diese Erfahrung, die dich so weit öffnen kann, solltest du jedem weitergeben, der dafür offen ist. Und über diese vielen Jahre, es sind bald 25 Jahre, hat mich dieser Satz nicht verlassen. Für mich selber hat er immer wieder das Bewusstsein gebracht, bleib im Moment, spür deinen Atem, finde zurück zu dir selber, wenn ich mich verliere. Und die Aufgabe, anderen Menschen diesen Weg zu zeigen und ihnen auf diesem Weg weiterzuhelfen, gehört einfach zu meiner Lebensaufgabe, die ich mit Begeisterung
erfülle und die mir immer wieder neue Wege für mich selber und für andere Menschen öffnet.